Das ist schon ziemlich blöd, wenn etwas aus Polen kommt. Dann ist es meist geklaut. Oh Mann, das ist ein... Eigentlich ist der Gag nicht mehr lustig. Weil es wahr ist. Die klauen unsere Jobs, die klauen unsere Jobs. Und in einer so erzählt was richtig Intelligentes, kann er sehr fast, also, ach ja, die klauen unsere Jobs. Oder wo die so Windräder aufbauen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Und dann so, das ist schwul. Cartman irgendwann so, das ist ja noch schwuler. Los, und dann tummeln sich. Ja, und dann tummeln sich wieder alle nackt auf dem Haufen, ja, alle Kerls. Kerls. Weißt du, das Problem der Überbevölkerung ist ja nicht im Westen, das ist in Afrika und Asien. Das heißt, selbst wenn wir alle schwul werden, vermehrt sich die Menschheit trotzdem viel zu doll. Außerdem, Zeit, dass weiß wir ich da nicht. Mal hingehen und dann sagen, oh nee, das bringe ich jetzt nicht. Nein, das wäre zu, das wäre ein bisschen, nein, nein. Meinst du dieses Till-Video? Ja. Und das lasse ich jetzt, weil das ist schon echt ganz schön. Also das ist ein bisschen zu viel, das ist gut. Ich bin General Schweiger. Beauftragter, Bundesbeauftragter oder Beauftragter für Menschen, nee, Zwangsprostitution und Menschenhass, nee, andersrum, keine Ahnung. Nee, war schon richtig. Ich hasse Menschen auch. Die sind irgendwie so ekelhaft. Die haben alle irgendwie so, ja. Die haben so zwei Beine und zwei Arme, das ist irgendwie voll ekelhaft. Nee, aber die sind gemein zueinander, vorzugsweise zu mir. Also wenn man es genau nimmt, ja, was heißt genau, aber wenn man es so betrachtet, dann sind Menschen ja schon irgendwie die dümmsten Lebewesen allgemein. Da, wenn Tiere sterben oder so, dann hat das immer irgendwelche, dann sind die entweder zum Beispiel nicht selbst schuld, weil das irgendwelche anderen Sachen sind, wie zum Beispiel der Mensch selbst, oder halt irgendwelche natürlichen Sachen, wie von irgendwelchen wilden Tieren gerissen oder an irgendeiner Krankheit gestorben. Aber nur der Mensch schafft es, auf dümmsten Weisen zu sterben. Auf einem Ast sitzen und absägen, dass man selber runterfällt und sich das Genick bricht. In die Steckdose fassen und so ein Bullshit, obwohl man genau weiß, dass das Strom drinne hat und sowas. Das schafft nur der Mensch. Nur der Mensch ist in der Lage, so einen Blödsinn darzustellen. Ey. Oder auf seinen Ehemann mit einer Desert Eagle schießt. Ja. Büßchen hält die Kugel ab. Das schafft wirklich nur der Mensch. Also ich kenne keine Tierart, die so blöd. Da sind selbst Lemminge noch ganz schön natürlich, ey. Ja, der Mensch ist auch, soweit ich weiß, der ist irgendwie... Das liegt halt daran, dass wir einfach zu komplex sind. Jei. Weiß ich nicht. Naja, aber Menschen sind halt oft gemein und bringen sich aus Spaß um oder aus Geld. Oder aus Trauer. Aus Trauer. Nee, ich meine sich gegenseitig umbringen. Ich rede nicht von Selbstmord. Achso, ja. Ich wollte einen Baum töten. Stirb, Baum! Nein! Jetzt kommen so die Grünen. Und ich wollte gerade sagen, die hauen dich, aber weil die Grünen sind, rein ja. Das, meine lieben tanzen Freunde, ihren Namen. Ist die Sandbirke. Betula Pendula. Jetzt habt ihr wieder was gelernt. Pendumal. Cotinus Cogigria. Da ist das klingt Wort pervers. Und Kock drin. Ja, wie macht also man meinetwegen können wir aus Büchern. Nein. Du wolltest sagen, meine Tür können geguckt, wir jetzt und dann Cut ist da machen. Dieses das ja, können wir gerne tun, wo Thaddeus so in den Spiegel guckt und dann ist da so ein schwarzes Gesicht und man sieht nur die Zähne und die Augen. Dieses Denk-Meme. Das war lustig. Denk, ja. Da habe ich mich ganz schön verdenkt. Lass mal als Weihnachtsmänner verkleiden und Leute entführen. Das kannst du auch ohne Weihnachtsmannverkleidung. Aber es ist viel cooler als Weihnachtsmann.
Wieso? Darum. Hat die Schnauze. Aber die ist angewachsen. Was wollte ich denn? Achso, ich wollte das nochmal schnell weglegen hier. So. Gut, meine lieben Freunde, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, hier Homo-Höhle aufbauen und hast nicht gesehen. Ciao. Tschüss. Hallo und damit herzlich willkommen zu Minecraft. MBC Funny mit Johnny the Banana. Jetzt muss ich so Applaus reinschneiden. Joa. Das, mein lieber Freund, ist eine gute Frage. Ich dachte gerade, du wärst gar nicht da. Also tatsächlich habe ich gerade in etwas nachgedacht und dir nur halbherzig zugehört. Muss ich leider gerade gestehen. Ich hab nämlich stört das, wenn mein Wachturm und eine Treppe aus normalen Steinziegel sind und das Haus aus Sandstein? Achso, nö, ich glaube nicht. Wieso? Ja, weil dann ja praktisch zwei Gebäude nebeneinander sind in unterschiedlichen Farben und halt die Treppe. Ich glaube, das passt farblich. Also Sandstein und Ziegelstein, sagtest du, ne? Ja, das passt. Steinziegel. Achso, Steinziegel. Die grauen und die sandigen. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass Ziegelsteine, die passen mit Sandstone echt gut. Aber Steinziegel weiß ich nicht, kann ich so nicht sagen. Eigentlich müsste das gehen. Das beißt sich, glaube ich, auch nicht. Okay. Also eigentlich müsste das gehen. Kann man einen Turm aus Ziegelsteinen bauen? Sieht das aus? Ja, bestimmt. Warum nicht? Okay. Ja gut, dann nehme ich statt Steinziegel Ziegelstein. Mhm. Gut, dann muss ich nicht ganz kompliziert Steine, Cobblestones in den Ofen tun, sondern einfach Lehm suchen, ne? Richtig. Und den dann in den Ofen tun. Lehm in den Ofen und dann kriegt man Ziegel oder Lehmblöcke Lehm, in den Ofen? Lehm in den Ofen, dann kriegst du Ziegel. Wenn du Lehmblöcke reintust, dann kriegst du gehärteten Lehm. Ich glaube, den willst du nicht. Nee. Es gibt hier echt Ziegel? Naja, du machst erst Ziegel und ich daraus bin, machst ich du bin halt gerade irgendwie voll verwirrt. Normal. Bist du doch immer. So, vegan. Ich bin gesund. Wie? Materials. Oh ja, es gibt tatsächlich Bricks. Ich bin echt verwirrt gerade. Das ist schon eine Weile her, dass wir Minecraft gespielt haben. Ne? Ich dann mal ab und zu. Ja, genau. Ich mutte mich ab und zu mal zwischendurch, um ein bisschen was zu essen hier. Jo, passt. Aber das halt die Sprachempfindlichkeit ist ziemlich crank, deswegen. So, ich schmeiße währenddessen. Also zur Erklärung hier mal ein bisschen Sachen rein, dass das mal alles ein bisschen sortiert ist hier. Kürbisse sind jetzt mal vegan, ist mir egal, ob ja oder nein. Lasst mich in Ruhe mit eurem verdammten Zeug. So, Iridiumscherben, Elektrotine und Copper-Ore-Berry tue ich alle mal da rein. Habe ich schon was für Baumaterialien? Ich habe Steinzeugs, na super. Ich glaube, Wolle ist kein Steinzeugs. Kriege ich hier alles mit gerade? Könnte knapp werden. Muss hier die Truhe mal abbauen. Wollte ich gerade sagen, können wir da nicht einen Durchgang machen? Das geht auch, aber ich dachte eigentlich, dass hier die Tür reinkommt. Hier. Ja, das geht auch. Hauptsache irgendwo eine Tür. Wollte ich in erster Linie nochmal eine Truhe hinschmeißen. Brauchst du Lehm für irgendwas oder kann ich das? Lehm kannst du dich erstmal bedienen, solange wir jetzt nicht irgendwie vorhaben, die Map zu vergrößern. Die Map zu vergrößern. solange wir nicht vorhaben, die Schmelze zu vergrößern, brauchen wir kein Lehm. Ich habe sogar fertige Ziegel hier gerade. Ich tue die gerade mal bei Baumaterial rein, da kannst du dich eigentlich bedienen. Wo ist ein Baumaterial? Hier, die Truhe, wo ich jetzt vorstehe, ist jetzt Baumaterial. Okay. Oh, okay. Ich will dich nicht heiraten. Geh doch mal aus dem Weg da, du. Die obere Truhe kann man gar nicht aufmachen. Ja, ich muss den Stein da erst wegbauen. Was habe ich mit meiner Tastatur gemacht? Oh, ich habe die Tastatur auf einmal auf amerikanisch. Wie habe ich denn das hingekriegt?
Warte mal. So. Entschuldigung, meine lieben Freunde, dass das gerade ein bisschen blöd aussah hier. Aber es lässt sich nicht schreiben mit einer amerikanischen Tastatur. Das sind nämlich alles seltsame, bekiffte Menschen. Jetzt gleich einer, ich komme aus Amerika, beleidige mich nicht. Das war eine reale Sache, keine Beleidigung. Du musst der Realität in den, Arsch treten. Ja, genau. Nein, du musst sie akzeptieren. Das ist schwul. Ja. Das stimmt. Random Gedöns. So, hier ist Random Gedöns drin. Das hier zum Beispiel, das hier, Fossilien, Das hier zum Beispiel ist auch random. Hier ist ein Buch, das kann ein Bücherregal. Wie viel Eisen haben wir eigentlich? Haben wir eigentlich schon Stack Eisenerz zusammen gehabt insgesamt? Was denkst du? Haben wir schon ein Stack Eisenerz in diesem Let's Play zusammen gefarmt? Ja, oder? Ja, so viel Eisen wie wir haben, muss das sein. Dann habe ich die, dann hätten wir die nämlich auch schon abgehakt. Diese Quest. So, das ist alles Metall, Barren etc. Ich tue das erstmal so wirrwarrmäßig durcheinander, das ist erstmal völlig wurscht. Hauptsache, das passt schon mal so ein bisschen so. Ja, Truhe und noch eine Truhe. So, wo tue ich die denn mal hin? Ja. Theoretisch könnte ich jetzt den hier machen. Ist ja nicht mehr vonnöten. Muss man halt nur überlegen, wie man das macht dann. Das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Wenn ich hier die Wand draus mache, ist das machbar? Oh, Entschuldigung, ich wollte chiseln. So. Dann nehme ich das und mach das hier. So. Jetzt steht Johnny genau da in der Ecke, weißt du? Genau da, wo der jetzt stört. Mache ich ihn da mal. Ich will den hier jetzt nicht rausprügeln. Ah, danke schön. Oh, ich dachte, du wärst gerade kurz abgehauen. Aber da ist er wohl gerade nur am Futtern. Om nom nom. Da kann hier nämlich Holz rein. Ja, und das ist doch schon mal ziemlich gut. Dann bräuchte man noch eine Truhe für Erze. Wo tut man die denn hin? Nee. Wir brauchen Platz. Platz brauchen wir. Gib mir mehr Platz. Bis wie weit mache ich den Raum denn? Das ist eine gute Frage. Ich müsste eigentlich theoretisch die Truhe genau hier passend machen. Also würde es reichen, wenn das Zimmer bis hier geht quasi. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr, ne? Ich habe weder Birkenholz noch sonst irgendwas Sinnvolles. Dann chisel ich erstmal die Dinger hier. Small Stone Bricks, so. Und dann mache ich den hier. So. Und dann bräuchten wir theoretisch, Birkenholz. Ich gehe mal eben schnell pennen. Ich nehme mir mal hier die Betten. Hier, das ist ja Johnnys Zimmer. Der kriegt ein Bett. Ich krieg auch ein Bett. So. So, gute Nacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Chat vollgespammt ist, aber der ist ganz schön vollgespammt. So. Dann, meine lieben Freunde, hole ich erstmal Birke. Habe ich überhaupt Birke? Ja, habe ich. Gut. Das wäre es ja jetzt gewesen.
Dahinter sehe ich doch wieder so einen Terroristen hier. Allahu Akbar! Tja. Hat sich nicht sonderlich gelohnt hier für den Creepermann. So. Erstmal schön Birken pflanzen. Birkenholz ist ja eigentlich was schön. Also ich mag Birkenholz. Das ist ein schönes Baumaterial. Baue ich gerne mit. So, pass mal ob. Wir machen das folgendermaßen. Ich chisel den jetzt erstmal. Den Birkenparkett hier. Parkett war das, ne? War das Parkett? Ich glaube schon, ne? Ja, genau. So, dann mache ich nämlich hier schon mal den Boden schön, damit ich hier gleich die ganzen Sachen setzen kann. Ansonsten hat sich das hier gleich erledigt. Dann haben wir zumindest schon mal hier eine richtig schöne Homo-Höhle. Okay. Das ist so eine Sache, die man zum Anfang einfach mal sein muss. Nicht so, genau das, so diese Stände von damals, wisst ihr? So nichts überstürzen, einfach Spaß an der Sache. Hater zum Beispiel, der ist schon wieder schneller als nötig. Was, sorry, hast du was kaputt gemacht? Wieso? Wieso, Johnny? Wieso? Ich würde sagen, wir hauen ihn jetzt. Ha! Ich baue einfach einen random Block in der Wand ab und da ist genau ein Zigelett hinter und guckt mich blöd an, ey. Pam Anderson war das. Nicht Pamela Anderson, sondern Pam Anderson. Wer das ist? Keine Ahnung. Halt die Schnauze. Wenn dir jemand auf die Wanne schlägt, halt die Fresse. Das ist eine Weisheit aus dem 12. Jahrhundert. Ehre deinen Cock. So, bin wieder da. Okay. Ja. Johnny hat nämlich gerade mal kurz seinen Cock geehrt. Nee, das war das Nobelpreiskomitee. Ich soll einen Literaturnobelpreis bekommen. Achso. Ja. Den kriegt ja irgendwie jeder jetzt, ne? Ich hab denen gesagt, so einen Scheiß brauche ich nicht und hab die weggeschickt. Okay, das ist die richtige Einstellung. So. Und nur 2 von 3 haben geweint. Ja. Jo. That's my life. Dann siehst du so einen Hund, der hinter mir da so. Oh Mann, immer diese Memes. Memes. Ah, ich weiß nicht wohin mit den Crafting-Boxen. Vielleicht kann ich die in den Boden integrieren. Das wäre doch mal was. Hier, Crafting aus dem Boden. Exquisit. Do you know where my big biscuits are? So, was wollte ich denn hier reinwerfen? Ich habe jetzt einfach eine Truhe gebaut, aber habe keine Ahnung wozu. Blutz. Kies, Dreck. Ja, ich habe jetzt... Achso, für Erze habe ich die gemacht, ne? Jo, dann kommen da lauter Erze rein, würde ich sagen, ne? Nether-Erze zum Beispiel sind ja auch Erze. Auch wenn das einige nicht einsehen wollen, ne? Ihr Hipster, ihr. Wird nämlich Zeit, dass hier erstmal ein bisschen Ordnung reinkommt, weil zum ME-System ist es noch etwas hin. Zum einen müssen wir da vielleicht noch 1-2 Punkte kriegen. Und zum anderen ist das ja nicht mal eben so gemacht. Du schnippst ja nicht einmal und dann steht das ME-System in der Ecke. Oh, da ist das ME-System. So. Das kommt hier rein, das ist vegan. Dann haben wir hier Barren. Seared Brick, soll ich das jetzt als Barren orientieren oder als Baumaterial? Ich tue das bei Baumaterial rein, weil das ist ja so kein Erz, kein Barren. Ja. Ja. So, das kommt hier rein, Stahl, Zinn, Eisen, Elektrotitten. Dann habe ich noch eine Schallplatte.